Boah, gerade bin ich etwas verstört. Verstört wach geworden, denn ich hatte einen Albtraum. So einen richtig fiesen Albtraum, wo man schweißgebadet aufwacht und denkt, man ist in einer anderen Welt. Und geträumt habe ich, geträumt, ich lebe in einer Diktatur. In einer Diktatur, wo ich nicht mehr machen kann, was ich will, wo ich eingesperrt werde, wo ich polizeiüberwacht werde, wo ich verprügelt werde, wenn ich meine Meinung sage. Ja, in einer Merkel-Diktatur. Das höre ich ja in letzter Zeit so oft, wenn ich auf YouTube gehe und höre und schaue mir da die Propaganda-Kanäle an. Das macht mir, ja, das macht mir mittlerweile offensichtlich Albträume. Ja, und da kommt noch hinzu, vor kurzem hat mich ein ehemaliger Freund als Dummkopf bezeichnet, weil ich immer noch den Systemmedien alles glaube und den Politikern und den Wissenschaftlern und den Virologen und den, ja, Gesellschaftswissenschaftler, die ja alle Kommunisten sind und alle Sozialisten und alles linke Säue. Boah, ich bin fix und fertig. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren und muss wieder nach diesem Albtraum mein Hirn einschalten. Ja, es ist nicht schlimm, wenn mich Menschen, die sogar mal eine Zeit lang meine Freunde waren, wenn die mich heute als Dummkopf beschimpfen. Aber das reicht nicht. Ich bin ja nicht in deren Augen nicht nur ein Dummkopf, ich bin auch ein Angstscheißer. Unter anderem ein Angstscheißer, weil ich meine Hüft-OP abgesagt habe, weil ich Angst habe vor Corona. Okay. Ja, es ist schon interessant, was sich Menschen alles anmaßen beim Blick auf andere Menschen, wie sie meinen, sie wüssten, wo es lang geht, sie wären die weißen Menschen und könnten dann Weissagungen machen und könnten ja einfach Wahrheiten umdrehen, nämlich beweisen, dass Wahrheiten alle gelogen sind und alle falsch sind und dass das alles ja hinterhältige Machenschaften dunkler Mächte sind. Wenn ich das richtig verfolge, glaubt das im Moment noch ein Typ auf dieser Welt, nämlich dieser unsäglich bescheuerte, nicht bescheuerte, unsäglich kluge, abgewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Also, wenn das heute auch deutsche Querdenker denken, dann sind sie in guter Gesellschaft auch von hochkarätigen Menschen auf dem Planeten Erde. Aber jetzt komme ich mal wieder zurück, fasse mich und möchte heute Morgen mal wieder in vollen Zügen meine Freiheit spüren, meine Freiheit genießen, mich an meinem Leben erfreuen, was schon knapp 70 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet, einem der freiheitlichsten Staaten, die ich so selbst so persönlich empfunden habe. Mag ja sein, dass mein Empfinden gestört ist und dass ich Neurotiker bin und dass ich alles falsch empfinde. Aber wenn dem so ist, dann ist mir das vollkommen scheißegal. Für mich entscheidend ist, wie ich mich fühle, wie ich mich empfinde, was ich von mir halte. Und heute Morgen, an diesem 22. November 2020, stimmt das? Sonntag ist es jedenfalls. Das merke ich, dass auch wieder ein paar Menschen hier auf dem Campingplatz in meinem ISO-Camp aufgetaucht sind und dabei sind, ihre Dauercampingbuden zu renovieren, zu restaurieren, in Schuss zu machen und sonst was zu machen. Ja, und ich bin dabei, Scheiße zu labern.
Ja, und ich freue mich immer, dass ich das darf. Ich kann einfach hier Scheiße labern. Ich könnte jetzt auch sagen, Frau Merkel oder die ganze Regierung, die deutsche Regierung, sind alles Verbrecher, sind alles Lügner und Betrüger. Aber ich glaube nicht, dass ich dann gleich verhaftet würde. In der Türkei würde ich das nicht sagen. Ich würde nicht sagen, Erdogan ist ein Diktator. Da hätte ich Angst. Aber hier habe ich keine Angst davor. Und deshalb werde ich jetzt mal in meinem Storytelling fortfahren, was ich seit einiger Zeit hier zelebriere auf meinem YouTube-Kanal. Gestern hat ein Typ geschrieben, Kanu Kassels Märchenstunde. Den Typ habe ich gleich blockiert. Warum? Weil Kanu Kassel keine Märchen erzählt. Das können andere zwar gerne als Märchen empfinden, aber wer mich hier als Märchenonkel tituliert, der fliegt raus. Bingo. Das Schöne ist, ich kann ja an meinem Kanal auch ein bisschen steuern. Da tummeln sich zwar wieder, nachdem ich meinen Kanal neu eröffnen musste, da tummeln sich wieder meine alten Hater-Freunde. Ist erstaunlich, die waren am schnellsten beim Durchblick, wo der Kassel denn seinen Siff jetzt weiter veröffentlicht. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Der rote Faden. 1975. 1975 haben wir die Kommune Atzbach aufgelöst und nun begann für uns alle so ein bisschen Ernst des Lebens. Denn für fast alle Mitbewohner der Kommune Atzbach war das Studium zu Ende. Einige haben noch weiter studiert, auch meine damalige Lebensgefährtin Zilli fand Studieren immer noch geil. Ich nicht mehr. Ich hatte jetzt Bock, mal ins richtige Leben zurückzukehren und mich dort zu erfreuen an Menschen und Kindern und Jugendlichen. Und ja, was ich bis jetzt noch total versäumt habe, etwas ganz Wichtiges zu erklären. Ich habe mich ja jetzt beim Storytelling immer als Lehrerhasser geoutet. Ich hatte beschissene Lehrer. Ich habe die meisten, bis auf einen, richtig gehasst und auch in der Schule der Nation, bei der Armee, war ich Schulversager und wurde wieder als Panzergrenadier entlassen. Und wie komme ich dann auf die absolut merkwürdige Idee, dann Lehramt zu studieren? Okay, ich hatte auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich in den 2 Jahren, wo ich unter Studenten lebte als Soldat, beobachten konnte, dass das Studieren allen meinen Mitkommunaten Spaß machte, dass sie keineswegs Burnout gefährdet waren, dass sie eine Menge interessante Sachen erlebten, sahen, studierten. Und ich dachte, oh, das interessiert mich auch. Und noch besser, oh, das kann ich auch. Denn in der Tat, nach 13 Schuljahren in Volksschule und Aufbaugymnasium war ich jetzt so rein selbstwerttechnisch der Meinung, ich bin dumm, doof, habe das Abitur mehr oder minder von mitleidigen Lehrern geschenkt bekommen und studieren läuft nicht. Aber studieren lief, studieren hat mir Spaß gemacht. Und ich habe Lehramt studiert. Allerdings, wie doch, glaube ich, schon mal erwähnt, unter einer Prämisse. Ich, Gerd Kassel, wollte ein Lehrer sein, wie ich ihn als Schüler gerne gehabt hätte. So, und dann wurde es ernst. Nachdem Atzbach aufgelöst war, wohnte ich noch 3, 4 Monate in einer WG in Weipoldshausen, in einer Kunststudenten-WG, ehe ich mit meiner neuen Lebensgefährtin und später angeheirateten Frau Christel nach Allendorf-Haiger zog, um dort meine Referendarzeit, meine Lehramtsreferendarzeit zu absolvieren. Das bedeutet im Klartext, wir zogen in eine kleine Wohnung in dem Örtchen Allendorf. Meine damalige Frau ging arbeiten im Büro
einer örtlichen Möbelfirma oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz. Möbelfranz. Ja, doch, Möbelfranz hieß die Firma. Und ich hatte nun auch einen VW Käfer in der Farbe Rot, zu meiner Gesinnung passend, denn ich war damals rot in meiner Gesinnung. Und ein bisschen von der Gesinnung ist auch noch übrig, denn ich trage immer noch gerne rote Halstücher. Also, Referendar an der Johann Textor Gesamtschule in Haiger. War eine additive Gesamtschule. So an 150-prozentige Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, nur an wenige. Und ein Ereignis hat mich gleich vom Hocker gehauen, denn ich war noch keinen Monat an der Schule, entdecke ich in der örtlichen Provinzzeitung Haigerer Tageblatt unter Lokalnachrichten die fette Überschrift: Rote Zelle an der Johann-Textor-Schule. Donnerwetter. Komisch, dass ich die noch nicht bemerkt hatte. Ich litt ja schon nach meiner Abkehr, nach meinem Verlassen der studentischen Subkultur, war ich ja doch ziemlich geschockt darüber, dass die normale Welt ja immer noch total konservativ, immer noch total spießig, immer noch so war wie früher. Und ich hatte gedacht, die Welt hätte sich wirklich gravierend und flächendeckend verändert. Ein Quatsch, was sich damals massiv verändert hatte, das war die Jugend. Aber die Gesellschaft bestand nicht ausschließlich aus Studentenjugend oder auch aus aufsässiger Arbeiterjugend. Die Gesellschaft bestand auch nach wie vor noch aus 70% erwachsenen Menschen, die so geblieben waren, wie die ich dachte, die ich nicht mehr haben wollte, die ich einfach nicht mehr leiden konnte, die mich genervt haben, die mit ihren Ansichten, mit ihrem Denken, mit ihrem Verhalten, mit ihrem Nummer Sicherheit mir auf den Geist gingen. Okay, rote Zelle an der Johann-Textor-Schule Haiger. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Es kann doch wohl nicht sein, dass ich hier Menschen, Lehrer an der Schule übersehen habe, die so ticken wie ich. Da war ich ja auch sowas von blöd und doof und naiv. Denn die rote Zelle, die man glaubte entdeckt zu haben an der Johann-Textor-Schule, das war ich. Oh, oh, oh. Das heißt, ich war schon nach 4 Wochen aufgefallen mit meinen kritischen Gedanken, mit meinem etwas anders tun, anders denken, anders sagen und auch mit meinen Versuchen, anders Unterricht zu machen. Okay, dabei gab es auch prompt Auseinandersetzungen, aber weniger mit Schülern oder Eltern, sondern mit meinen Ausbildern. Und ein weiterer Schlag des Schicksals traf mich, als ich feststellen musste, dass der Leiter des Studienseminars 1 in Dillenburg der Bruder meines letzten Klassenlehrers am Aufbau-Gymnasium in Hilchenbach war. Ein Herr Weid. Und Herr Weid, als er mich das erste Mal sah, sagt doch prompt: Ja, mein Bruder hat mir schon von Ihnen berichtet. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, mit Ihrer Aufsässigkeit kommen Sie hier nicht weiter. Oh. Oho, oho, oho. Ich habe es trotzdem probiert, weiterzukommen. Und dieser Herr Weid, Leiter des Studienseminars Dillenburg, behielt mit seiner Prognose beinahe auch recht. Denn damals gab es auch schon so etwas wie Unterrichtsbesuche, die benotet wurden, und aus diesen Lehrproben, die man halten musste, und der Benotung entstand dann eine Vornote fürs zweite Staatsexamen. Und alle Lehramtsreferendare, heute heißen die jungen Lehrer nicht mehr Lehramtsreferendare, keine Ahnung, wie sie heißen, aber alle müssen nach wie vor beweisen, nachweisen, vorführen, vorzeigen, vor Prüfungen, vor Prüfungsausschüssen oder Prüfungsausbildern oder Fachausbildern, ob sie denn wirklich qualifiziert sind,
den Lehrberuf auszuüben. Dabei erinnere ich mich auch an eine schlechte Note für mich, als ich in einer Vorführstunde, in einer Unterrichtsstunde meine rechte Hand in der Hosentasche hatte. Sowas war nicht erwünscht. So ein lässiges Auftreten, wie es Kassel ab und zu demonstrierte, selbst in Vorführstunden, selbst bei benoteten Showstunden, das war so nicht sinnvoll. Lehrer, die sich so verhalten wie Kano Kassel, damals gab es auch keinen Kano Kassel, wie Gerd Kassel, die können doch gar keine Autorität haben bei den Schülern. Die machen sich doch lächerlich, die verspielen doch ihre Weisungsbefugnis für Schüler. Oh mein Gott, das musste ich damals schon kotzen, als ich mir den Wichs angehört habe. Und jetzt, 50 Jahre später oder 45 Jahre später, kann ich nochmal hier klipp und klar auch sagen, die meisten Ausbilder, denen ich in meiner Lehrerausbildung begegnet bin, die mir erzählen wollten, was einen guten Lehrer ausmacht, das waren alles Fahnenflüchtlinge, das waren Lehrerflüchtlinge, das waren Schulflüchtlinge, das waren nämlich ausgebildete Lehrer, die nach kurzer Zeit bemerkt hatten, dass sie im Schuldienst nicht klarkommen und dann eben auf die andere Schiene gegangen sind, nämlich in die Lehrerausbildung. Und ich habe selten in der Lehrerausbildung Menschen getroffen, die wirklich wussten, wo es lang geht. Und die jungen Lehrer sinnvoll beraten konnten in ihrem Tun in der Schule und wie man auf Augenhöhe mit Schülern klarkommt und wie man auch den Schülern eine Hilfe ist und nicht eine fragwürdige 0815 Autoritätsperson, die schon sich in die Hose scheißt, wenn Schüler mal aufmüpfig Widerworte geben. Okay, ich hatte Mühe. Der Fachbereichsleiter des Faches Sozialkunde, Politik, der benotete auch prompt eine Unterrichtsstunde, eine Vorführstunde mit 6, mit ungenügend, da ich einen wissenschaftlichen Ansatz benutzt hatte, der falsch sei. Und okay, damals gab es an der Uni in der Wissenschaft überhaupt in der Entwicklung von Schulfächern auch, gab es unterschiedliche Ansätze. Da gab es den materialistischen Ansatz, da gab es den bürgerlichen Ansatz. Und ich war damals, ich hatte Karl Marx studiert, ich hatte mir Gedanken gemacht, wie funktioniert die kapitalistische Gesellschaft, wie funktioniert die Wirtschaftsgesellschaft, wie funktioniert die Warengesellschaft. Das alles war ja Bestandteil meines politisch-ökonomischen Unterrichts. Und damals machte ich eine Unterrichtsstunde, wodurch bekommt eine Ware ihren Wert? Ja, und dabei hielt ich mich an die, auch in meinen Augen heute noch richtige Vorstellung, dass eine Arbeit in erster Linie, dass ein Produkt, eine Ware in erster Linie dadurch Wert bekommt, dass sie ein Resultat von Arbeit ist. Arbeit schafft Werte und sonst niemand. Und die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft, die behauptete immer noch, so stand es auch in den Schulbüchern, Arbeit, Kapital und Boden schaffen Wert. Okay, ich bekam nur 6 und ich musste Widerspruch einlegen und ich habe Widerspruch eingelegt. Denn ich habe auch zu diesem Thema meine zweite Staatsexamensarbeit geschrieben, habe ein Unterrichtsprojekt gemacht zum Thema Werbung, wie funktioniert Werbung, wie entsteht Werbung, welche Funktion hat Werbung, und habe dabei eine Gesellschaftsanalyse verwendet, die doch prompt auch von meinem Politikausbilder als 6 benotet wurde. Da allerdings muss ich sagen, der Leiter des Studienseminars in Dillenburg erwies sich dann als korrekt, denn er kam meiner Aufforderung nach, für meine zweite Staatsexamensarbeit einen externen Gutachter zu bestellen. Und er wendete sich dann an Professor Dr. Wallrafen von der Universität Gießen.
Was er nicht wusste, ist, dass dieser Professor Wallraven ein sehr, sehr studentenfreundlicher Mann war, ein Wissenschaftler, ein Gesellschaftswissenschaftler, mit dem ich während meines Studiums in Gießen oft zu tun hatte. Und unter anderem war dieser Professor Dr. Wallraven, war auch der Betreuer und Gutachter und Benoter meiner ersten Staatsexamensarbeit. Und so bekam ich folgerichtig von diesem Mann eine 1,0 für meine zweite Staatsexamensarbeit. Und als Gutachter erwies sich dann der Dr. Weid, Leiter des Studienseminars Dillenburg, auch als einigermaßen fair. Er gab mir auch eine 1, allerdings mit 0,4 Note Abzug wegen formaler Mängel. Das heißt, ich hatte 37 Kommafehler in meiner 150 Seiten Arbeit. Okay, damit konnte ich leben. Ich bekam später mein zweites Staatsexamen an der Johann-Textor-Schule, bestand ich mit Auszeichnung. Damit hatte ich übrigens einen Notendurchschnitt für meine spätere Lehramtsbewerbung in Hessen. Hatte ich einen Notendurchschnitt von 0,6. Wie man so einen Notendurchschnitt bekommen kann, klingt ein bisschen merkwürdig. Aber mein erstes Staatsexamen 1,0 zählte zweifach. Das zweite Staatsexamen mit 1,0 zählte dreifach. Daraus der gewichtete Mittelwert geteilt durch 5 war 1,0. Also ich hatte einen Numerus Clausus von 1,0 im Rankingsystem der Lehrer, die sich im Lande Hessen fürs Lehramt bewarben. Und für meine 2 Jahre Armeezeit bekam ich noch einen Bonus von 0,4. Das heißt, ich stand in der Rankingliste des Landes Hessen mit 0,6 an erster Stelle, allerdings in einer Fächerkombination, die keine Sau gebrauchen konnte, nämlich Kunst und Politik. Und und da sah es nach meinem zweiten Staatsexamen tatsächlich so aus, dass ich damit rechnete, keine Lehrerstelle zu bekommen. Machte natürlich etwas, was Kassel immer schon gerne gemacht hat, flexibel reagieren auf sich verändernde Situationen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn man mich nicht im Schuldienst haben will, dann probiere ich es woanders. Immerhin habe ich studiert, habe 2 Staatsexamen, habe alles mit 1,0, tralala, schön, gute Zeugnisse. Und ich bewerbe mich einfach mal auf andere pädagogisch sinnvolle Positionen. Und der Knaller, ich bekam eine verbeamtete Spielplatzpädagogenstelle der Stadt Saarbrücken. Später habe ich oft noch bereut, dass ich die wieder zurückgezogen habe. Sonst wäre ich Spielplatzpädagoge in einem wunderschönen Stadtpark mit einem wunderschönen neu gebauten Werkstattgebäude, Aufenthaltsgebäude geworden und hätte mich auf spielerisch kreative, sinnvolle Art und Weise mit jungen Menschen in einem wunderschönen Stadtpark beschäftigt. Nachteil, warum ich erst damals dann wieder zurückzog, bei diesem Job wäre ich bezahlt worden als Sozialarbeiter. Und Sozialarbeiter kommen nicht in den höheren Dienst, in den Beamtentarifen, sondern nur in den gehobenen. Also ich hätte bei der Stadt Saarbrücken wäre ich bezahlt worden von A9 bis A12, somit Aufsteiger über die Jahre. Lehramt in Hessen, Haupt- und Realschule, wird bezahlt heute immer noch mit A13. Der Unterschied war ca. 300 D-Mark damals. Und als das Land Hessen mir kurz bevor ich meine Beamtenstelle bei der Stadt Saarbrücken antrat, mir eine angestellten Zweidrittelstelle für die Laufzeit von 3 Jahren anbot, habe ich gepokert und habe diese total bescheuerte Arbeitsplatzsituation in Kauf genommen. Nämlich nochmal, um es auf der Zunge zergehen zu lassen. Meine erste Lehrerstelle bekam ich in der Stadt Bruchköbel
an der Heinrich-Böll-Gesamtschule, integrierte Gesamtschule, eine Reformschule Hessens, Art Vorzeigeschule, auch neben der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt. Und ich bekam dort einen Zweidrittel-Arbeitsvertrag. Dieser Zweidrittel-Arbeitsangestelltenvertrag war begrenzt auf 3 Jahre. Da aber der Lehrerbedarf dort sehr hoch war, bekam ich zusätzlich in dieser Zeit einen Eindrittel-Arbeitsvertrag, der aber so hinterfotzig aufgebaut war, dass er vor den Ferien gekündigt und nach den Ferien wieder fortgesetzt wurde. Okay, aber es gab noch, bis ich dort landete, gab es noch ein krasses Ereignis, und das war ein schwerer gesundheitlicher Einschlag. Der kündigte sich schon in meinem letzten Jahr in Atzbach an der, während meines Uni-Studiums in Gießen. Da bekam ich vermehrt massive Darmprobleme, Darmkoliken, Durchfall, Dralala, Unterleibschmerzen. Und ich war immer der Meinung, das kommt vom übermäßigen Apfelweinkonsum. Apfelweinsäure macht die Schleimhäute kaputt. Und da dachte ich, okay, du Alter, du hast eine Darmschleimhautentzündung, Magenschleimhautentzündung. Oh, hör mal auf, Apfelwein zu saufen. Irgendwann ging es mir auch so scheiße, dass ich an die Uniklinik nach Gießen ging, dort durchgecheckt wurde, durchgeröntgt wurde, richtig von oben bis unten durchgeröntgt. Und man teilte mir mit traurigem Blick mit: Herr Kassel, Sie haben Morbus Crohn. Da habe ich gedacht, ach, kenne ich gar nicht den Morbus Crohn. Ja, das war derjenige, der die Krankheit entdeckt hat und benannt hat und so weiter. Okay, den Morbus Herrn Crohn habe ich dann irgendwann wieder vergessen. Und als ich ein halbes Jahr später mit meiner Referendarstelle in Haiger begann, da war ich für diese Zeit Beamter auf Zeit. Musste mich also selbst privat versichern, bekam einerseits Beihilfe vom Land Hessen, andererseits etwa 50% Privatversicherung. Und das machte ich bei der Deutschen Beamtenkasse, DBK. Und der Typ, der mir damals die Bude einrannte von der DBK, der Vertrauensmann, der mit mir den DBK-Vertrag abschloss, war ein linker Vogel. Denn jeder Vertragsabschließende befragt natürlich einen Neukunden nach seinen Vorerkrankungen. Und als ich dem Mann erzählte von meiner Magen-Darm-Schleimhautentzündung, dann sagte der, ach, das ist eine Bagatelle, das brauchen wir hier nicht zu erwähnen. Und ich habe blöderweise den Namen Morbus Crohn nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Ja, und so bekam ich einen Vertrag mit der Deutschen Beamtenkasse, wo Morbus Crohn als Vorerkrankung nicht drin war. Und etwa 3 Monate vor meinem zweiten Staatsexamen wurde das mit meiner Darmerkrankung so krass und so schlimm und so ätzend, dass ich mitten in der Nacht mit dem Notarztwagen in das Jungstilling-Krankenhaus nach Siegen gefahren wurde, dort einer Notoperation unterzogen wurde wegen Darmverschluss. Das heißt, der Morbus Crohn hatte dazu geführt, dass etwa 1,5 Meter Dünndarm und 1,5 Meter Dickdarm im Laufe von einem Jahr durch permanente Entzündung so perforiert war, dass der Darm immer mehr schrumpfte und am Tag X es zu einem Darmverschluss kam. Harte Sache, da hätte ich damals das erste Mal in meinem Leben bei Hops gehen können. Ein guter Chirurg musste mich notoperieren und das ohne vorherige Säuberung des Darmes, also eine hochkarätig, auch heute noch gerne vermiedene Situation, dass ein Darm operieren muss, der noch voll scheiße ist. Ich lag damals 3 Wochen im Krankenhaus, es ging mir sau schlecht, ich war ziemlich fertig, zumal der Chirurg mir damals noch mitteilte, dass man mit der Krankheit Morbus Crohn auf keinen Fall Lehrer werden kann, auf keinen Fall Beamter werden kann, weil das eben eine Krankheit ist, von der man oder bei, wenn davon ein Mensch befallen ist, kann man nicht davon ausgehen, dass er ein Leben lang im Beamtenberuf gesund tätig sein wird. Boah, ey.
Und dann kam wieder, begegnete ich wieder einem Menschen, der eine gewaltige Bedeutung in meinem Leben bekam, nämlich dem Amtsarzt von Bruchköbel, Hanau, Schulamt Hanau, amtsärztliche Untersuchung, das muss jeder Lehrer, jeder Beamte, jeder Angestellte muss eine amtsärztliche Untersuchung über sich ergehen lassen. Und da war ich eigentlich sehr, sehr pessimistisch, dass ich da für tauglich befunden wurde. Ich war ja schon mal einige Jahre vorher bei der Armee, nein, nicht bei der Armee, bei der Polizei, bei einer Polizeibewerbung als nicht tauglich für die Polizei klassifiziert worden. Und jetzt stand ich nackt vor einem Amtsarzt. Puh, der mustert mich von oben bis unten, sieht meine fette, noch astrein rot leuchtende Narbe etwa 30 cm quer über meinen rechten Unterbauch, schaut mich ernst an, fragt dann, oder was heißt fragt, stellt fest, Sie hatten wohl eine komplizierte Blinddarmoperation. Ich schnell. Und ja, das war's. Das war's. Ich hatte unter anderem auch eine komplizierte Blinddarmoperation und mein Blinddarm war natürlich auch nicht mehr da. Und vielleicht war das ja überhaupt auch eine komplizierte Blinddarmsache und gar kein Morbus Crohn. Also habe ich dem Amtsarzt mit Treu und Glauben in die Augen versprochen, ja, so kann man es auch nennen. Und damit war das Thema Morbus Crohn abgehakt. Die Jahre drauf wurde ich öfter mit Morbus Crohn behandelt. Aber die Ärzte, die mich behandelt haben, die waren einsichtig und haben immer eine andere Diagnose auf die Rechnungen geschrieben. So, genug für heute. Genug gelabert, wenn ich so ins Labern komme, dann fallen mir auf einmal Sachen ein, die ich schon längst abgehakt habe, die in meinem Leben, in meinem Kopf gar nicht mehr gespeichert sind. Also, ich habe es gepackt, Lehrer zu werden. Habe es gepackt, trotz krasser Erkrankung, die mich bis heute verfolgt, die ich aber bis heute überlebt habe, die allerdings sehr, sehr schwerwiegende Kollateralschäden nach sich zog, darüber später, war ich im Schuldienst des Landes Hessen gelandet. Und das freute mich total, denn nun hatte ich endlich die Gelegenheit, den alten, verbappten, verkorksten, schülerfeindlichen Lehrern dieser Welt mal zu zeigen, wie das Kassel macht, dass man Unterricht auch locker, flockig, schön, effektiv machen kann, sodass Kinder und Jugendliche gerne in den Unterricht kommen, gerne in die Schule kommen. Und jetzt war ich gespannt, ob das funktioniert. Darüber beim nächsten Labern mehr. Tja, wie das so geht in meinem Eremitenhaushalt. Seitdem meine jüngste Tochter Samira mich schon vor einiger Zeit hier verlassen hat und ihre eigenen Wege geht beim Studium und auch beim Job machen. Aktuell arbeitet Samira wieder ab morgens 4 Uhr in ihrer Lieblingsbäckerei in unserem früheren Wohnort Geiselbach. Ja, und seit Samira nicht mehr aufpasst, dass wir hier alles mit unserer Ernährung vollständig haben, da stoße ich jetzt immer öfter an Mangel. Aber wen juckt das? Das heißt, heute Morgen an diesem Sonntag stelle ich fest, ich habe kein Brot mehr, ich habe keine Aufbackbrötchen mehr, ich habe eigentlich nur noch Milch, Müsli und Äpfel und habe mir heute Morgen damit schon mal einen Shake gemacht mit meiner Elektromaschine. Dann werde ich mir heute mit meinem Toaster auch mit Brot, was ich mir jetzt erst backen werde, auch Toaster machen. Hier befindet sich meine elektrische Bratpfanne. Die ist so schön hoch, da mache ich mir auch immer ständig Eintopf rein. Natürlich habe ich auch einen Toaster und noch ein Waffeleisen und draußen steht noch eine vollautomatische Kaffeemaschine und ein Wasserkocher
Und natürlich habe ich auch noch einen Mini-Backofen und eine Mikrowelle. Und wenn ich Stromausfall habe, dann scheint das zwar auf den ersten Blick so, als wäre ich dann mit meinem Luxus hier am Arsch. Aber da vorne habe ich einen 3-Platten-Gasherd im Wohnwagen. Und draußen habe ich auch noch meine Outdoor-Küche mit Raketenofen, Dutch-Ofen und Gusspfanne. Und wenn das Holz, mein aktuelles trockenes Brennholz, alle ist, gehe ich in den Wald und finde dort reichlich Brennholz. Wenn mir hier allerdings das Gas ausgeht und der Strom ausgeht, dann bekomme ich ein Problem, was Wärme betrifft. Aber da habe ich immer noch coole Ideen. Zum nackten Überleben benutze ich nämlich Öllämpchen, hier mein 4-Flammen-Öllämpchen. Baue darüber eine Keramikkonstruktion, sodass die Hitze der Öllämpchen in Keramikschüsseln aufgefangen wird und dann hier in den Wohnwagen abstrahlt. Das führt sicherlich nicht zu meinem Wohlbefinden, aber verhindert mein Erfrieren. Okay, und jetzt mache ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Fertigbrotbackmischung. Backmischung mit Hefe, hier ist sogar schon Hefe drin, Bauernbrot, Puder, tralala, aus dem Pennymarkt. Das Material hat Samira mir mal im genügend Vorrat gekauft, weil so eine Brotbackmischung hier, die ist haltbar bis 13.06.2021. Und das ist für die Vorratshaltung in Zeiten, wo es Sinn macht, Vorrat in der Behausung zu haben, Vorrat hier im Wohnwagen zu haben, in Corona-Zeiten, wo ich mich nicht unbedingt dem Massenandrang in Supermärkten aussetzen will, sondern am besten in voller Deckung bleibe, ist diese Backmischung hier total cool. Und mir fällt gerade ein, die kann ich auch noch verfeinern, indem ich jetzt aus diesem Bauernweizen-Mischbrot ein Zwiebelbrot mache. Denn irgendwo habe ich gesehen, habe ich auch noch Trockenzwiebeln in meinem Essensvorrat. Suche ich doch überhaupt mal. Tja, hier an meinem Elektromaschinenhaushalt sieht man, dass ich kein Zivilisationsverächter bin und auch kein Zivilisationsflüchtling. Wenn ich irgendwo vor flüchte, aktuell, da ist das vor dem Coronavirus, den ich, Gerd Kassel, für mich ganz persönlich ernst nehme, betone ich immer wieder. Jeden Morgen, wenn ich meinen Laptop anmache und auf meinen YouTube-Kanal gehe, da springen mir automatisch die ganzen YouTube-Videos der letzten 24 Stunden in die Augen, wo dann wieder AfD-Supermänner affengeile Reden halten vom Gauland bis hin zu anderen Querschwätzern und Bundestagsabgeordnete, die Rechtsradikale in den Bundestag schleusen und so, und sehe auch wieder Leipzig als die Hochburg der soliden, aufrechten Demokratie, Freunde. Okay. Was ich sagen wollte. Ich schütze mich durch Essensvorräte und schütze mich durch hier mein ISO-Camp davor, Menschen zu begegnen, die vom Querdenken dermaßen beeinflusst sind, dass sie keine Masken tragen und manchmal auch unverschämterweise auch noch andere anrotzen. Wenn ich an so einer Supermarktkasse stehe, fällt mir das öfters auf, dass da weder Abstände eingehalten werden. Und gerade hier, der Hohe Westerwald, ist auch eine Hochburg des rechten Nationalismus. Und alle diese rechten Nationalisten erzählen uns, mir ja gerade, unsere Demokratie ist in Gefahr. Und deshalb müssen wir alle staatlichen Maßnahmen, die so autoritär, diktatorisch verordnet werden, müssen wir ignorieren, um die Freiheit zu verteidigen. So eine Wichse regt mich immer fürchterlich auf. Ich lebe hier in Freiheit.
und muss meine Gesundheit verteidigen gegen Ignoranten, gegen Verleugner, gegen Spinner, von jung bis alt. Ha! Ich höre auf, mich aufzuregen und beginne jetzt mal, mir eine Fertigbrotbackmischung zu kreieren. Und ich habe auch Zwiebeln gefunden und die kommen gleich mit in die Brotbackmischung. Ach, ganz witzig, ich habe heute Nacht eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die seit jüngerer Zeit auch zwei Aussie-Welpen hat und gerne von mir ein paar Tipps hätte, was die Erziehung und Ernährung unserer Aussies betrifft. Unter anderem, warum ich ihnen das Futter immer zuwerfe. Und ich habe geantwortet, ja, damit die Hunde, geh hoch, Luzi, geh, hepp, damit diese Hunde nicht träge, faul und unbeweglich werden. Das ist so eine Art Agility-Training für meine Hunde. Die werden jeden Tag, und wenn es auf engstem Raum ist, wie hier in meinem kleinen Wohnwagen, werden sie damit beschäftigt, irgendwelche coolen Sachen auf die Reihe zu kriegen. Zum Beispiel hier ihr Futter zu fangen. Übrigens, okay, jetzt Schluss mit Labern. Jetzt geht's hier weiter. So, wie mache ich das jetzt hier mal? Ach so, eine Packung, 1 Kilogramm. Da heißt das in der Backanleitung, die jeden draufsteht, ist für absolute Idioten wie mich. Eine Fertigpackungsmischung ist halt eben geeignet für Leute, die das gar nicht anders hinkriegen. Wie Fertigmischung, die Samira, wenn die Brot backt, die setzt Sauerteig an, die macht das ja eben professionell. Sie hat viele, viele Wochen und Monate schon in ihrer Lieblingsbäckerei in Geiselbach Ferienshops und Praktika gemacht im Rahmen ihres Studiums und ihrer ernährungswissenschaftlichen Projekte. Und deswegen freue ich mich immer, wenn sie anfängt zu backen, dann geht was ab. Bei mir geht nichts ab. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das hier einigermaßen gemixt kriege. Denn in der Backanleitung heißt es, hier eine halbe Packung von dem Zeug hier, von dieser Fertigbackmischung, besteht aus überwiegend Weizenmehl und ein bisschen Roggenmehl und so was, dass ich das jetzt richtig gemischt kriege. Die Samira wird sich kaputt lachen, wenn ich hierzu auch noch zu doof bin. Aber ich gehe mal davon aus. Ach so, ich will kein Brot backen. Ich will hier mit Brötchen backen, weil das schneller geht. Mal sehen, ob mir das gelingt. So, ja, Zwiebelbrötchen. Ha. Zwiebelbrötchen, was ist das? Ach so, ja. Das geht so aus. Dann nehme ich hier mal noch. Ach, ich liebe diese Trockenzwiebeln. Müsste hier noch sehen. So, und dann soll ich da 350 Milliliter Wasser reintun. Normal mache ich sowas immer Freestyle, frei Schnauze. Heute habe ich jetzt abgemessen, damit ich ja keine Matsche hier mache, sondern Zwiebelbrötchen auf die Reihe kriege. So, und jetzt kommt die Maschine Nummer 1 in Einsatz. Ich soll hier langsam mit diesen Gurkenteilen hier das hier so ein bisschen aufmischen. Und am Anfang langsam. Oh je, das gibt ja eine hammerharte Pampe. Hoffentlich habe ich die Mischung richtig. Das kommt mir ja hier überhaupt. Die kackt ja ab, meine Maschine hier. Okay, hier kann man das sehen, da ist irgendwie ein bisschen wenig Wasser drin. Okay, und langsam, langsam, langsam,
langsam. Ich will auch mal von der Nähe filmen, wa? So, jetzt ist der Teig hier genug geknetet und jetzt soll man hier ein feuchtes Tuch oder Plastik drüber legen und jetzt soll dieser Teig mit der Hefe drin eine Zeit lang aufgehen, möglichst bei warmer Zimmertemperatur. Zwischen 30 und 40 Grad, das habe ich hier nicht gerade, aber es müsste auch hinhauen. Ja, was für mich hier in Zeiten von Corona und von Quarantäne und von selbstgewählter Isolation natürlich auch jetzt wichtig ist und schön ist, das sind meine sozialen Kontakte über Social Media. Früher hätte mich das ein Scheißdreck interessiert und ich war auch lange, lange Zeit ein Computerverneiner oder ich wollte schon gerade sagen Computerleugner. Ne? Ich hab die Dinge einfach nicht benutzt. Ich erinnere mich, dass ich mein erstes Buch, was veröffentlicht wurde, auf einer Reiseschreibmaschine schrieb zu einer Zeit, da hatten die meisten Schreiberlinge schon PCs. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob es damals schon Laptops gab. Okay, dass ich jetzt hier mit aller Welt hier aus meinem einsamen Lager kommunizieren kann, mich austauschen kann, mich beschimpfen kann und auch immer wieder sehe, was in der Welt anderswo so passiert. Das gefällt mir und ganz besonders gefällt mir natürlich auch der kreative Moment, den auch Social Media in sich haben, indem hier Menschen zeigen, was sie denken, was sie sagen, was sie tun, was sie gestalten, wo sie sich aufhalten und so weiter. Und das ist einfach in Zeiten, wo man keine realen Menschen um sich herum hat, sind virtuelle Kontakte für mich einfach schön. So, die halbe Stunde ist um und meine Fertigbrotbackmischung, oh, tatsächlich, ist aufgegangen. Und jetzt möchte ich mir davon, hier sieht man es, möchte ich mir davon Brötchen formen. Da soll ich mir die Hände mehlig machen, das mache ich auch, damit der Teig nicht an den Flossen kleben bleibt. Und dann nehme ich mal den Teig hier raus. Nehme ordentlich Mehl, damit der Teig wirklich nicht an meinen Flossen kleben bleibt. Ordentlich Mehl. Ha! Okay, ist einigermaßen raus. Jetzt knete ich den noch mal ein bisschen gerade. Pack den mit Mehl ein. So. Und jetzt daraus Brötchen formen. Mal sehen, ob ich das hier backen kriege mit so Brötchen vor mit. Mach ich mir Schneebälle. Oh. Oh, Schneebälle. Mal schön zumachen. Ach, das sollen wir dann jetzt ja nochmal anfeuchten. Also ich mach die mal nicht so dick, damit die in meinem absoluten Pennerofen, der schon 20 Jahre hier im Vorzelt steht, auch irgendwie gar werden. Also wenn das jetzt hier für mich so funktioniert, dann kaufe ich mir beim nächsten Penny-Einkauf
Mag gleich 6 Packungen von der Sorte. Sind auch billig. Ich hab's vergessen. 79 Cent oder irgendwas. Also sau billig jedenfalls. Dann kaufe ich mir gleich mal 10 Kilo. Wer weiß, wie lange die Corona-Kacke noch mich hier im Westerwald festnagelt. So. Das soll man jetzt so lassen. Nass machen. Befeuchten. Womit befeuchte ich das jetzt? Gute Frage. Mit einem Pinsel natürlich. Befeuchten mit einem Pinsel und dann sollen die gären, soll der Teig hier gären bei 30 bis 50 Grad Zimmertemperatur. Das ist natürlich hier nicht möglich. Die müsste ich jetzt eigentlich schon mal in den Backofen tun. Den auf die Temperatur bringen. Ja genau, Mann, Alter. Da hättest du ja noch früher drauf kommen können auf die Idee. Die tue ich jetzt einfach schon mal in den Backofen und mache den so auf Anfangstemperatur. Das Feuchten hier wird auch im Backofen fortgesetzt. Da muss ich nämlich, steht in der Beschreibung, eine feuerfeste Wasserschale rein. Die ist schon drin in dem Mini-Öfchen. Jetzt mache ich da sofort mal wärmer wie hier. Gut, so, das ist mein uralt Backöfen hier im Vorzelt. Steht hier drin seit 20 Jahren. Den kleinen Mini-Backofen vor auf 230 Grad. Ja, wie man hier sieht, sind meine Brötchen fett aufgegangen, so richtig fett. Und die, ich nehme an, beim Backen werden sie jetzt nochmal eine Nummer größer. Jetzt habe ich hier den kleinen Mini-Ofen auf 250 Grad gepowert. Jetzt schnell rein damit. Hey, Falschraum, Alter. Bleibt da richtig drin. So. Unten drin ist Wasser und jetzt Klappe zu, Affe tot. Und jetzt 30 Minuten stelle ich das Ding jetzt ein auf 30 Minuten. Die Temperatur muss dann gleich nach 10 Minuten zurück auf 200 Grad. Und dann hoffe ich, dass mein Öfchen hier die Strapazen überlebt, aber der hat schon so viele Dinger überlebt, dann wird das diesmal auch gelingen, oder? Was meinst du dazu? Tja, wie schon neulich beim Waffelnbacken mit meinem neuen gusseisernen Waffeleisen über dem offenen Feuer. So habe ich jetzt auch wieder Scheiße gebaut, denn das Timing war nicht richtig. Wenn man hier genau hinschaut, ich hatte die Brötchen eine Etage zu hoch und deshalb sind sie unten gar okay, aber obendrauf ein leicht bisschen zu dunkel geworden, das stört mich. Scheiße, heiß ist es. Alter, mach das mal richtig, bevor du hier noch die Flossen verbrennst. Gut, war ein Anfängerfehler. Ich könnte jetzt gleich anfangen und die nächste Garnitur vergeigen. Denn eins habe ich genug und das ist Backteig. Und furchtbar teuer ist er auch nicht. Also. Übung macht den Meister. Noch bin ich weit davon entfernt. Aber die Dinger kann man trotzdem essen. Ich kratze jetzt wie üblich den Ruß da oben ab und mache mir erstmal ein geiles Frühstück. Also ich finde, sie sehen gut aus. Und die nächste Garnitur wird garantiert besser, denn jetzt habe ich das
richtige Timing mit dem uralten Backofen. Da stellen wir mal da hin. Tja, Fakt ist, meine Zwiebelbrötchen schmecken viel besser, wie sie aussehen. Sind absolut schön weich, fluffig. Dass sie oben eine leichte Kruste haben, war ein Fehler. Kommt nicht mehr vor, aber schmecken astrein. Sind natürlich jetzt nicht für Marmeladenbrötchen gedacht, sondern Zwiebelbrötchen. Da kommt jetzt Käse drauf. Tja, und meine Hunde kriegen auch eine kleine Kostprobe. Und was hältst du davon, Luzi? Fleisch. Kann man essen? Ach, cool. Total gut.